Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Nicht verzählt haben, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und dann den 16. So. Licht. Sieht ein schönes langes Feld für später. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kommt noch eine Fackel rein. Tür auf. Na. So, machen wir uns noch einen schönen Gang in der Mitte rein. Und gehen dann den restlichen Weg auch noch hier runter. Machen wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier den 8. Und dann setzen wir hier wieder eine Fackel drauf, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Nein, passt. Und machen das Gehege wieder zu. So. Gehege zu, das ist wunderbar. Na ja, tut ja mir nicht zur Sache, ist auch nicht so jetzt tragisch, dass ich jetzt da eine Fackel gesetzt habe. Da sitzt die neune hin. Schaufel kaputt. Nein. Ich glaube, man hört es mir an, dass ich wirklich ziemlich müde bin, aber so ist es nun mal. Müde sein und dann noch aufnehmen und dann null Lust. Aber wenn nichts mehr da ist zum Hochladen, muss man notgedrungen was unternehmen. Natürlich habe ich ja noch die anderen Projekte am Laufen. Wie mein neues Projekt Siedler. Ich glaube, wenn ich das hier hochgeladen habe, schon dann die, weiß nicht, vierte Folge hat oder so. Was nur so kleine Parts sind, ist halt für mich wunderschön. Und ich kann halt auch gerade nicht aufpassen. Das kommt wirklich davon. Man ist müde und passt nicht mehr direkt auf. Hier kommt ja Wasser rein. Der Werte her. So. Erde. So, hier kommt Gravel rein. Hier nicht. Es kommt nur bis dahin. Und hier in den Weg. Könnt ihr natürlich sagen, ich mache auch noch hier, habe ich denn bei jedem das gemacht? Eigentlich schon, dann könnte ich hier links und rechts das auch noch machen. Da ich eigentlich Platz habe dafür. Schaue ich mir mal eben bei dem Bambus halt an, wie ich das da gelöst habe mit den Mittelwegen. Habe ich da Cobblestone genommen? Ne, da habe ich Gravel aufschließen lassen. Gut. Haben wir auch geklärt.
So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Ups. So, Nummer 4. Jetzt holen wir hier noch eben die Steine raus, hier ist Ding, und Kohle. Kippen mal Wasser rein und dann haben wir das auch hier wieder geschafft. Reicht ja erst nur, wenn die Felder dafür angelegt sind. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Und jetzt leckt es, ich komme gleich wieder. Ich werde hier eben schnell in die Hütte verschwinden und schlafen. Leckt tierisch bei mir mit dem Regen. Dieses Bett ist billigt, ja, von mir. So. Bett ist immer noch belegt. Und schöner, herrlicher Sonnenaufgang. Und dann könnte ich eigentlich noch für die 1.3 vorgesehen ein weiteres Feld anlegen. Das sind nämlich die für die Kakaobohnen. Das Feld anlegen. Weil die lassen sich ja mit den Dschungelbäumen pflanzen. Könnten wir das auch schon mal vorbereiten. So. Holen wir noch den Bambus hier runter. Zack, zack. Wie gesagt, je mehr Bambus wir nachher schon haben mit an den Büchern, können wir auch mehr, haben wir weniger Verlust an Leder. Weil in der 1.3.1 oder mittlerweile Punkt 2 braucht man ja Leder dafür. Und das wollte ich eigentlich nicht dafür verschwenden. So. Jetzt füllen wir mal alle drei Eimer hier für drüben gleich und gehen jetzt mit dem einen. Oh. Einfach so immer. Auch wir können das so machen, ist ja auch kein Problem. Hier noch. Da noch. Und gleich sieht das auch schon wieder super aus. Da alle drei und dann geht das am schnellsten. Außer man vermasselt das jetzt hier gerade. So. Da. Da. Und da. Da und da. Und hier noch einen rein und dann sind die auch wieder fertig. Jetzt können wir eigentlich mit unserer Hacke, unserer Spitzfeldhacke, hier mal eben so lang gehen. Und schon mal Felder vorbereiten. Oh. Dieses sollte jetzt hier nicht passieren. Hüpf, 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 hüpf. So. Dann kommen hier noch so ein paar Seerosen hier drauf, dann sieht das auch schon wieder hübsch aus. Tore zu. Hier wächst noch alles, wunderbar, wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall viele Seerosen. Hier brauchen wir sie. Ja, hier brauchen wir sie eigentlich auch doch. Aber bei unserem nächsten Feld brauchen wir sie nicht. Da brauchen wir auch nicht mal Wasser. Nur Zäune brauchen wir. Haben wir denn noch die. Ne, die Workbench ist draußen. Aber das könnte ich hier in kleinen Maßen anbauen.
Dazu baue ich mal eben dieses Stück Erde hier ab. Ah, hier drunter ist ja der Sand, genau. War ja damals unser Berg und da habe ich ja den Sand einfach nur versteckt. So als kleine Mogelpackung sozusagen. Das macht aber auch natürlich nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Ich mache jetzt zwei breite immer Gänge. Dann habe ich mal genug Platz. 3 und 3, genau. Kommst du noch weg? Und du musst ganz weg. Ja, bis hier vorne hin. So. Auch weg, 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 weg. Erde, 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 Erde. Hier eine Erde. Da, da, da und da. So, jetzt bleiben zwei Felder frei. Genau. Genau, genau, genau. Jetzt natürlich am Überlegen, glaube ich, hier mache ich einfach nur das Tor rein. Oder ist jetzt einfach nur jeden zweiten das Ding?